Ja, moin moin und herzlich willkommen, ihr lieben Freunde der Waldmusik, zu der neuen Folge Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde, diesmal in der Version 0.22. So unüblich, wie die Entwickler hier das Update rausgehauen haben, ja, denn das war von Freitag auf den Samstag, ist auch hier der Inhalt des aktuellen Updates. Es dreht sich hauptsächlich alles um Atmosphäre. Aber natürlich gibt es ein paar kleine Änderungen, die nicht mit der Atmosphäre zu tun haben. Ja, klein ist natürlich jetzt ein bisschen untertrieben. Wir haben eine gut überarbeitete Höhle 8 und wortwörtlich eine massivstens überarbeitete Höhle 6. Ja, ihr könnt natürlich hier drüben hinter dem Hügelchen gleich eine dieser Höhlen finden. Ich sag mal, viel Spaß beim Erkunden. Ich habe mir hier fast in die Hosen gemacht, wie ich nur reinlaufen bin. Aber gut, das ist wieder ein anderes Kapitel. Ja. Wir gucken uns auch viel an, was jetzt hier die Atmosphäre betrifft. Ob ich euch den Regen zeigen kann, ist die andere Sache. Ja, Regen ist ja jetzt nicht nur ein bisschen verändert worden, so dass das anders aussieht. Hinten links übrigens nette Freunde, die gerade den Hügel runterlaufen, nebenbei erwähnt. Regen, wie gesagt, sieht nicht nur anders aus, sondern hier ist auch die Chance auf Regen um die Hälfte reduziert worden. Ja. Sag mal hier einer. Was ist denn überhaupt? Ja, aber so stelle ich mir das vor. Ja, so muss das laufen. Kaum angesprochen, dass nix ist, ist auch schon was. Ich bedanke mich bei dir, The Forest. Das macht Spaß und so muss ein Let's Play. Aber, ja, wir kommen zu einigen Änderungen, die sich eben mit der Atmosphäre beschäftigen. Dazu habe ich mir hier ein frisches Karnickel vorhin geangelt. Ich zünde hier auch mal direkt das Feuerchen an. Ja, loder, loder, brenn. Lege ich mir hier ein Karnickelchen drauf. Und wir werden einfach mal ein bisschen abwarten, was sich hier so tut. Ja, in der Zwischenzeit gucken wir hier. Ihr seht, der Regen, das ist ein bisschen anders, ja. Alles sieht anders aus. Ich sag mal, das ist wie ein Schnürchenregen. Ja. Gut. Können wir noch nicht essen, aber gleich kommt's. Ja, genau. Hört mal gut hin. Ja, hab's, hab's, nom, nom. Ja, om, nom, nom, nom. Das ist ein neuer Sound beim Konsumieren von Fleisch, beim Konsumieren von Wasser. Gibt's auf jeden Fall einen neuen Sound. Auch ein neuer Sound hier beim Konsumieren der Medizin. Gut hinhören. Ja. Ist ungefähr so, als hätte hier irgendwer die Medizindöschen, die kleinen, durch die Gegend geschüttelt. Ja. Netter Effekt. Wir haben natürlich auch einen Haufen anderer Sounds. Auf die komme ich jetzt gleich. Ja, während ich mir hier ein bisschen die Axt abgewartet habe. Ja. Oh Mann. Ich sag noch hier. 50% reduzierte Regenchance. Und dann regnet das hier schon wieder. Ja. Gut, auf jeden Fall, ich habe mir ein bisschen die Axt abgewartet, aber hier ist das Krokodil. Was kann das Krokodil? Natürlich kennen wir das alle. Neuen Sound, ja. Ja, komm mal hier, kleiner Schnappi. No? Schnie, schna, Schnappi, Schnappi, Schnappi. Nicht Schnapp. Der will nicht. Nochmal, komm jetzt hier. Wir müssen ja auch ein bisschen was demonstrieren. Sei mit mir ein Teil davon, hier im Let's Play ein bisschen was herzuzeigen. Ja, gut, ich werde gefressen. Ich denke mal. Ja, das ist genug, ne? Ja, frisch zurück. Vom Krokodil, das uns an für sich fressen wollte. Ja. Sind wir hier jetzt im Hauptkannibalendorf und hier kann ich euch drei neue Sounds präsentieren. Das eine ist hier das. Ja, ein bisschen rumschubsen. Klingt auch wie Holz. Sieht aus wie Holz. Ich denke, so muss das. Auch hier Holz. Noch normal. Ganz neu. Und dasselbe gibt es hier auch bei den Kisten.
wo wir auch ein bisschen Dynamit mitnehmen. Ja, auch beim Floß gibt's was Neues. Nämlich, ich werf das, schubs das, wie auch immer, in das Wasser. Und das hat jetzt beim Reinwerfen, auch wenn ich das hier direkt im Wasser fertigstelle, vom Bau, ja, hat das einen neuen Sound. Was ich euch von den Sounds hier leider nicht präsentieren kann, das ist der neue Sound der Kletteraxt. Ich finde irgendwie keine Kletterwand aktuell. Ja. Und das, ich finde das ein bisschen komisch. Die Entwickler bezeichnen das mit die erschrockenen Fledermäuse. Die geben jetzt auch einen Sound und ich sag's euch ganz ehrlich, wenn mir hier die erschrockenen Fledermäuse entgegenkommen, bin ich an für sich der Erschrockene. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Ist das jetzt Aktio, Reaktio oder wie auch immer. Ja. Das kann ich euch natürlich leider nicht zeigen. Fledermaus-Sound, Kette-Axt-Sound. Die meisten Sounds haben wir durch. Aber bevor ich hier zu meinem persönlichen Sound-Höhepunkt komme, möchte ich euch noch erwähnen, Blitze, die werfen jetzt auch Schatten. Ja. Das gehört an für sich noch zum Regen hinzu. Wenn hier Blitzgewitter kommt, ja, werfen Objekte, Spielfiguren, Bäume, Gebäude und allerhand Schatten. Finde ich gut, trägt auch maßgeblich zur Atmosphäre bei. Die Kannibalen, ihr kennt das, die haben hier ein bisschen ein Disco-Dance gehabt. Ist eigentlich fälschlich interpretiert, ja, das ist die Sterbeanimation. Die sind hier, ich sag mal, hauptsächlich im Multiplayer festgehangen, in dieser Sterbeanimation brennt. Und das sah dann aus hier, weiß auch nicht, auf jeden Fall, ja, man könnte meinen, das sei ein Tanz. Ja, das ist jetzt nicht mehr endlos, die sterben danach. Ja, so wie das sein soll. Die hungrigen Kannibalen, die klettern jetzt vermehrt auf Bäume rauf. Und das... Ich glaub das nicht. Ich glaub das wirklich nicht. Ja, auf jeden Fall das Standfeuer. Das wärmt jetzt auch. Wir kennen das hier von der normalen Feuerstelle. You are cold and wet. Ja, build a fire to get dry. Das ging bisher nur mit dem normalen Feuer. Aus Steinen zusammengebaut, wo wir auch vorhin unseren schicken Hasen rausgebraten haben. Ja. Das Standfeuer wärmt hier jetzt auch. Und ich persönlich finde das wirklich einen guten Vorteil. Wirklich einen guten Sprung nach vorn. So wie das auch sein muss. Und zur Freude der meisten, aber direkt mal vorweg. Das kann ab und an noch vorkommen, dass das so ist, wie wir das kennen und auch befürchtet haben. Aber in der Regel weichen Gegner und Tiere Feuerstellen aus, Felsen aus, Wänden aus, Gebäuden aus. Ja, das heißt, die laufen dann nicht mehr durch oder hinein, kann aber noch vorkommen. Ja, bitte mit Vorsicht zu genießen, ist aber auf jeden Fall eine wunderbare Verbesserung, die ich selbst bereits erleben durfte. Gefällt mir gut. Ja, spätestens dann, wenn hier das kleine Karnickel an der Ecke des Felsens hängen bleibt und du nicht mehr wirklich laufen musst, sondern das Karnickel einfach mal direkt vor dir hast. Ja. So, mein letzter cooler Sound, der neu hinzugekommen ist, den zeige ich euch jetzt. Ja gut, zugegeben, ich habe dann schon ein bisschen gelogen, es ist ja nicht nur ein Sound, der neu hinzugekommen ist, sondern, was sagte ich vorhin? Richtig. Es geht hier hauptsächlich um Atmosphäre in diesem Update. Ja, irgendwie funkt mir hier auch der Donner immer dazwischen. Es geht, wie gesagt, hauptsächlich um Atmosphäre und das heißt, die Entwickler haben das hier so zusammengebaut. Wenn ich mich hier Teichen, größeren Wasserstellen, mit Bewegung natürlich, oder auch Wasserfällen nähere, oder mich natürlich auch davon wegdrehe, gibt es hier den Sound korrekt auf die Entfernung und in die Richtung, wo man guckt.
angeordnet, so dass das Wasser hier eine ordentliche Atmosphäre abgibt. Ja, das mit den Wasserfällen gefällt mir ausgezeichnet. Ich sag nur, das ist das Richtige. So muss das voran. Am Wässerchen ist ja hier diesmal nicht so viel gebaut worden, ne? Darum direkt ab zur nächsten Neuerung. Dem einen oder anderen wird das bereits aufgefallen sein, ja. Und ich komme jetzt direkt mal drauf zu sprechen. Moos, Gras, ja, findet sich jetzt hier an Felsen, auf Felsen, auch wenn das ein bisschen komisch auf das Gesamtbild hin aussehen möchte, ja, findet sich aber hier drauf. Auch auf den Felsübergängen, ihr seht das hier gut, ja. Das heißt, Moos und Gras, das wächst hier wirklich auf den Übergängen. Und ich sag mal, das trägt hier wirklich zur Atmosphäre bei, ja. Die kleinen Felsenstückchen, die sehen hier noch ein bisschen deplatziert aus. Ja, mir sind die persönlich zu eckig. Vergleichen wir mal den Stein hier, den Felsen, oder den hier mit dem daneben, ja. Während das links richtig kantig und auch hackelig aussieht, haben wir rechts einen schönen Felsen mit allerhand hier, ich weiß nicht, Eindrücken drin, ja, von mir aus. Einen ordentlichen Moos, auch hier haben wir überall ein bisschen Gras, ja. Und das atmosphärisch ist das wohl top. Was mir im Zuge dessen aufgefallen ist, und das finde ich wirklich ja, komisch, ausgezeichnet komisch, ja. Okay. Kommen wir hier rauf wieder. Hier, The Forest, die neue psychedelische Erfahrung. Wenn sich das hier alles so schön mitbewegt. Ja. Ja, da könnt ihr die Drogen zu Hause lassen, ne? Einmal The Forest, ein bisschen, ja, ich sag mal, vielleicht ein bisschen was dazu trinken und dann ist hier dicht im Schacht. Da gehe ich dann auch ins Bett, wenn mir das entgegenkommt und ich schon ein bisschen was getrunken habe. Nee, nie wieder, ne? Ja, wunderbare Neuerung. Mir gefällt das. Ja, Moos, Gras, ein bisschen psychedelische Erfahrung. Was will man mehr? Dazu, ja, haben die Entwickler hier die Kameraanimation verbessert. Die Kameraanimation ist eigentlich was, was sich auf einen technischen Hintergrund bezieht und nicht direkt wortwörtlich auf eine Kamera. Und es so zu verstehen, dass das, was wir jetzt hier sehen, aus dem Sichtbereich des Spielers die Kamera darstellt. Ja? Und die Animation ist so angepasst worden, dass es ein bisschen weniger Ruckeln gibt. Ich sag mal so, kommt noch vor, aber das Ruckeln ist wirklich massiv weniger geworden. Das ist angenehm. Ja, geht in die richtige Richtung, ne? Und bevor wir uns hier wieder verabschieden, ja, kleines Update, definitiv, aber gutes Update. Viel Atmosphäre. Zeige ich euch noch die letzte Änderung. Ja, wir haben in jeder Folge irgendwie ein Vögelchen drin, ne? Jo, tschüss. So, nee, zum Vögelchen, nicht zu euch. Bevor wir hier zum Ende kommen, zeige ich euch noch zwei der letzten Änderungen. Das Optionsmenü ist definitiv überarbeitet worden. Ja. Viele Optionen wie Anti-Aliasing, Motion Blur und weiß der Geier, das hier alles ein bisschen neu hinzugekommen, die fanden sich früher auf der linken Seite. Die haben jetzt einen eigenen Bereich, ist gut aufgeteilt. Ich fände das auch ein bisschen übersichtlicher. Gefällt mir gut. Und neu hinzugekommen ist das sogenannte Depth of Field. Ja, die Tiefenunschärfe. Ich aktiviere die Tiefenunschärfe. Und ihr könnt gleich erkennen, was ist denn hier los? Was ist mit meiner Axt passiert? Und natürlich als Axtkenner, ja, kann ich euch mitteilen, das ist der Grund, warum die Entwickler das aktuell noch nicht empfehlen einzusetzen. Es gilt quasi als experimentell, ja, der erste Anlauf für Tiefenunschärfe. Ich meine, sind wir uns mal ehrlich, ja. Wenn ich hier einen Fokus direkt gerade ausrichte und mir die Gegend angucken möchte, dann sehe ich meine Hände, wie in diesem Fall, und das, was ich in den Händen halte, nicht scharf. Ist doch klar, ich muss das fokussieren. Ja. Warum die Entwickler das aber aktuell noch als nicht empfehlenswert einstufen, zeige ich euch jetzt.
Ja, dazu befinden wir uns auch auf dem Siegelboot. Ich mag Sword. Gefällt mir gut. Ja. Und ich nehme auch mal die Milchpackung in die Hand. Wozu wir einen ersten guten Bug erfahren. Ja, das tut nichts zur Sache. Ich nehme mir noch Yachtmagazin. Ja, könnt ihr das gut erkennen? Ja. Das ist der Grund, warum die Entwickler das hier noch nicht empfehlen. Wer das testen möchte, kann das auf jeden Fall testen. Ich muss sagen, für mich persönlich, ich lasse die Tiefenunschärfe an. Ja. Es trägt zur Atmosphäre bei, darum. Ja, ob ich hier jetzt meine Axt scharf sehe oder nicht, mehr ist das Wurst. Es trägt zur Atmosphäre bei, genauso wie die ganzen Änderungen um wann zweites Vögelchen. Auch das ist unscharf. Ja, passt zur Demonstration der Tiefenunschärfe. Und wie gesagt, mir gefällt das wirklich gut mit dem aktuellen Update. Viel ist zur Atmosphäre beigetragen worden. Da kann man nur hoffen, was nicht alles in der nächsten Version kommt. Und bis dorthin, ja, haben wir endlich auch mal dieses grauenhafte Sommerloch überstanden. Also nutzt die Zeit, geht mal noch ein bisschen raus, nutzt die schöne Sonnenzeit, die wir haben. Irgendwann ist hier wieder dicht im Schacht und wir hocken alle vorm Rechner, gucken, was gibt's Neues in the Forest, und dann ist die Axt im Walde wieder für euch da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.